Hallo, verehrtes Publikum, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Uffruppe. Jawohl. Und weil unser Gewinnspiel das vergangene Mal so gut angekommen ist, da haben wir Assassin's Creed auch schon ausgepackt, machen wir das einfach wieder, denn ich habe noch eine coolere Edition bekommen. Und zwar hier die Assassin's Creed Big Ben Collector's Edition. Hier heißt es Big Ben Case. Und die könnt ihr auch gewinnen. Wir blenden hier wieder Buchstaben ein. Da, da, da oder einfach hier. Und ihr notiert das dann. Das ergibt am Ende einen wunderbaren Begriff, den ihr uns per Mail schicken könnt. Alles Weitere findet ihr unten in der Beschreibung. So, und es geht heute gar nicht hier um diese Collection, sondern um diese Collection. Ja? Aber damit ihr kurz seht, was ihr bekommen könnt, zeige ich es nochmal kurz. Also hier vorne, da ist die wunderbare Uhr drauf. Da ist übrigens kein Spiel drin, ja, das gibt es nicht dazu. Es passt also auf alle Versionen. Ja, könnt ihr euer Spiel, euer Assassin's Creed Syndicate reinlegen. Und ja, wie mache ich das? Wie geht das auf? Gerade mal schauen. Moment, also hier ist die Schublade noch. Da ist so ein Zertifikat, dass ihr der treueste Fan der Serie seid. Noch eine Steelbox. Noch ein Artbook. Ja, das hatten wir ja schon gezeigt, die Karte von London. Also es ist wirklich ein schönes Papierchen, gefällt mir. Und hinten drauf ist nicht leer. Nein, auch da steht was, ich bin begeistert. Ein Flachmann und hier drin ist halt diese monströse Figur. Schau, Hammer, oder? Die könnt ihr gewinnen. Es lohnt sich also hier mal ordentlich aufzupassen. Ja, anders als in der Schule. Da lohnt es sich ja nicht aufzupassen, wisst ihr ja. Da geht es ja nur darum, was ihr nachher für Jobs kriegt, wie viel Geld ihr verdient und ob ihr glücklich werdet. Ist ja völlig egal. So. Aber jetzt geht's ans Eingemachte, denn das ist nun mal wirklich eine Riesenkiste. Ja. Kostet auch entsprechend 250 Euro, ist aber gar keine Konsole drin. Von der Größe her könnte es eigentlich passen. Also ich glaube, da passt auch ein kleiner Wagen rein. Und hinten drauf steht auch, was drin sein soll. Ich muss das hier mal ein bisschen zur Seite schieben. Mehr Platz für Halo 5. Ihr habt da so drauf gewartet und mich dauernd gefragt, Nachrichten geschrieben, E-Mails geschrieben. Packst du das aus, Onkel Leo, Halo 5? Für euch mache ich's. So. Also. Deutsch. Wo? Deutsch. Siehst du es? Ich nicht. Kein Deutsch? Doch, hier. Nee, das ist Holländisch. Da ist Deutsch. Aber die Überschrift war Englisch, das hat mich verwirrt. Hunt the Truth. Eine unaufhaltsame Macht bedroht die Galaxie und der Master Chief wird vermisst. Eine epische Geschichte, natürlich. Und zwei neue Multiplayer-Modi markieren die größte Evolution in der Geschichte von Halo. Das lassen wir mal so dahingestellt. Also es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich habe es auch schon gezockt. Macht Spaß, wenn euch Halo gefällt. Das ist schon ein Halo, das auch wieder richtig Laune macht. Das haben die, wie heißen die, 343 Industries cool hingekriegt. Auch ohne Bungie. Drin ist also hier eine große Master Chief Statue oder Commemorative Statue. Da ist noch ein Sternchen hinten. Wo geht denn das hin, das Sternchen? Sehe ich gar nichts. Du? Nee. Keine Ahnung, wo das Sternchen hinführt. Auf jeden Fall noch enthalten. Ja, das ist wahrscheinlich ein Steelbook. Hier noch eine Figur. Oder was ist das? Codes? Ich kann es jetzt kaum erkennen. Was steht denn hier unten drunter noch? Ein Guardian-Modell von Metal Earth. Zusammenbauen erforderlich. Ach du je. Ab 14 Jahre. Da könnte ich ganz schön abkacken. Aber gucken wir mal, wie weit wir das hinkriegen. So, das sind nochmal alle Seiten. So, oben ist ein Griff, damit ihr in der Stadt auch mit eurer Collector's Edition rumlaufen könnt. Und unten ist auch nochmal das übliche Warnhinweisgedöns. So, und jetzt packe ich es aus. Erstmal sollten wir mal hier diese Pappe wegschieben. Oh, da habe ich schon was abgerissen.
klang zumindest so. Ist aber gar nicht der Fall. So, Eimer entpappt. Wieder richtig rumgedreht. Und ihr seht schon, zwei Siegel. Ich versuch's mal so aufzupitteln. Ohne Onkel Jo Sackmesser. So, das geht doch, es geht doch. Muss man nur vorsichtig ziehen, nicht, dass man sich dann was abreißt. Das ist wie beim Abschütteln auf der Toilette. Vorsichtig ziehen und nichts abreißen. Stimmt's, Daniel? Hm. Da kann er gar nicht mehr lachen, weil es so scheiße ist. Das kann ich gut verstehen. Hm. Okay, Nummer 1. Nummer 2 folgt auf dem Fuß. Ah, klappt, 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 alles gut. Und Nummer 2, und ich kann es schon aufklappen, es geht los. Der große Moment. Hier geht's auf. Ach du Scheiße, ist das groß. Das sieht aber so aus, als hätten wir es nicht so aufgeklappt, wie es der Hersteller vorgesehen hat. Hier ist nämlich dann das wahnsinnig dicke Steelcase ohne Aufdruck. Warum? Soll ich dir selbst was draufschreiben mit Edding, damit es besser aussieht? Und was ist da drin? Halo 5. Natürlich. Limited Edition. Digital Content includes das Spiel, Warzone, Rack Bundle und Halo The Fall of Reach Animated Series. Also noch von den Filmen. Ah, perfekt. Guck mal, guck, nein, du kannst filmen. Guck dir das an. Microsoft hat mal mitgedacht und hier so ein Rubbelfeld eingebaut. Cool, oder? Und noch ein bisschen Werbung, wahrscheinlich für den Pro-Controller. Ne? Auf jeden Fall schöne Master Chief-Controller und Headsets gibt's noch. So, was haben wir hier? Noch ein Code, auch abgedeckt. Mann, ist ja vorbildlich. Für was ist der? Seien Sie gerüstet, spielen Sie mit einem zweiten Wireless-Controller. Ja, aber für was ist dieser Code denn da hinten drauf? Ach so, nochmal 14 Tage Xbox Live Gold. So, ein paar seltsame Karteikarten für eigene Notizen oder was. Was ist das? Ein grüner Umschlag. Gucke ich natürlich mal rein. Es war übrigens gar nicht geplant hier, dass ich die Folge im Stehen drehe, aber die Kiste ist so hoch, ja, es geht gar nicht anders. Aber für dich ganz cool, da tut der Rücken nicht so weh. Ja. So, also. Spartan-Locke, Buck, Tanaka, also jede Menge Karteikärtchen von euren Helden, die euch da im Spiel begleiten. Hier, schau, Linda, die trefft ihr auch ganz am Anfang schon. Die steht einem schön im Weg rum. Und die wiederbelebt einen, wenn man gestorben ist. Fand ich ganz nett. Hinten drauf ist das fast das Gleiche. Ne? Ja, auf Deutsch. Ah, cool. Da hat doch mal jemand mitgedacht. Finde ich nett. So. Aber für was man sie braucht? Am besten braucht man sie, um diesen wunderschönen grünen Umschlag auszufüllen. Da stecke ich sie auch mal wieder rein. Seht ihr? Passt fantastisch. So. Was ist das? Irgendwas aus Metall? Sprühschablone? Oder wie? Oder was? Ist das Ding zum Bauen? Oh nein! Metal Earth 3D Laser Cut Models. Okay, da kann man noch ein 3D-Modell nachbauen mit einer unglaublich komplizierten Anleitung. Oh, das muss man all. Das sind alles Einzelteile, seht ihr das? Die sind hier nummeriert und dann kann man die aus dem Ausgestanzten hier rausdrücken und kann sich dann so eine abgefahrene Figur zusammensetzen. So richtig groß ist die nicht, aber das ist cool. Aber nicht so cool, dass ich es jetzt hier auch machen würde, weil dann würde die Folge Ufgruppe 15-faches XXXXL heißen. Ja. Das dauert ja nämlich ein halbes Jahr. So, das Spiel ist auch nicht drin, also ist es auch nicht so schlimm, dass es neben nicht draufsteht. Was haben wir jetzt hier noch? Langweilige Warnhinweise. Gut. Alles klar. Boah. So. Zurück mit euch. Kann ich das jetzt mal
hier rausheben. Aber wo ist denn das Spiel? Muss doch auch noch hier irgendwo sein. Es ist komplex. Aber wenn es auf der einen Seite durchgeht, ist es auf der anderen Seite verklemmt. Meine Güte. So. So. Ist hier das Spiel? Ist kein Spiel drin, Daniel. Was machen wir denn jetzt? Liegt das nicht bei? Das muss doch dabei liegen. Ich bin blind. Ich kann es mir nicht anders erklären. Oder ist das nur digital zum Runterladen? Limited Edition? Also das könnte natürlich sein. Wir checken das dann gleich nochmal, wenn wir durch sind, dass es wirklich hier nur digital beiliegt. Fände ich aber ein bisschen merkwürdig für so eine Limited Edition. Also hier übersehen wir auf jeden Fall nichts. Gut, dann ans Eingemachte, warum das Ding hier so teuer ist, ist diese fette Figur. Und die ist echt geil. Ich sehe es jetzt schon. Komm. Ja. Hauen wir das mal weg. Oh, die kriege ich hier gar nicht raus, weil die so fett ist. Oh, ist zweigeteilt, muss man ein bisschen aufpassen. So, also hier ist auch kein Spiel drin. Scheint wirklich nur digital beizulegen. Na gut, dann mal raus damit. Boah, schon cool. Sieh dir das an. Was unten drauf steht auch nochmal. Halo 5, Microsoft, 343 Industries und Treeforce. Hat das irgendwas mit Nintendo zu tun? Oder TR Force? Gut, es wird wohl der Hersteller der Figur sein, die in China produziert wurde. Und hier ist noch eine Schublade. Guck mal, hier ist doch irgendwas zugeklebt. Wir gucken uns das alles an. Hier gibt's nichts. Muss nur aufpassen, dass nichts abbricht dabei. Also hier ist was zugeklebt. Ich guck gerade mal, was das ist. Eine Schublade, eine geheime Lade und da drin. Ist da noch ein Kopf oder wie? Ein farbiger! Entschuldigung, das war nicht. Ein schwarzer Kopf! So. Was mache ich denn damit? Setze ich den hier? Kann ich den hier einsetzen oder was? Ist das noch zum Spielen? Tatsächlich. Naja. Okay, also man kann es noch ein bisschen besser draufsetzen, aber ich glaube fast, korrigiert mich, wenn ich es anders sehe, mit Helm ist das schon ein bisschen spannender einfach. So, jetzt sitzt er wieder. Und den Kopf, den tun wir zurück in seine schwarze Tüte. Ups, da rollen die Köpfe und stecken ihn wieder hinten in die Schublade. So. Ach Mist, jetzt habe ich das Klebeding nicht richtig gemacht. Naja, das machen wir dann danach. Gut. Gerade nochmal schauen, ob an der anderen Statue auch sowas dran ist. Nein. Es war nur ein Kopf. Der Master Chief bleibt der Master Chief. Okay. Dann gibt es jetzt noch die obligatorische Drehung. Hast du beide? Ja. Showcasing! Master Chief und Kollege! Und die könnt ihr dann so zusammenschieben. Ist sogar magnetisch, ist cool. Abgefahren, dann hält es auch richtig. Ihr könnt auch Bücher dazwischen stellen oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall riesig und ihr braucht viel Platz im Regal dafür. Dafür sind die Figuren aber auch schön gearbeitet und mir gefallen sie ausgesprochen gut. Das war's wieder mit Ofruppe. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr habt das richtige Lösungswort gefunden. Das könnt ihr uns dann schicken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss, Spartans.